Der Hulk macht wahnsinnig viel kaputt. Fast, wenn man Ang Lee glauben hätte können, auch die Karriere vom Hulk, denn die hat Mr. Lee eigentlich mit seiner Verfilmung gnadenlos in den Sand gesetzt. Glücklicherweise kam dann relativ knapp danach das Marvel Cinematic Universe und es kam auch eine Neuauflage von The Incredible Hulk, noch mit Edward Norton in der Hauptrolle, und kurze Zeit später war der Hulk dann auch fixer Bestandteil vom MCU. Hatte seinen wichtigen Gastauftritt bei den Avengers und war dort eigentlich sogar noch dazu einer der coolsten Charaktere. Wenn nicht sogar der coolste. Wir haben damals zu The Incredible Hulk exklusiv bei Play.com in England ein Quer-Steelbook bekommen, wo wir auf dem Backcover, finde ich, irgendwie ein ganz netter Comic-Schrift geschrieben, die Inhaltsangabe und die sonstigen technischen Details bekommen. Zumindest laut diesem Backcover bietet der Release allerdings keinen deutschen Ton, was in diesem Fall allerdings wenig überrascht, weil der Film ja im deutschsprachigen Raum, glaube ich, von Concord ausgewertet wurde und nicht direkt von Universal. Auf dem Frontcover haben wir teilweise ganz netten Metallic-Effekt einerseits bei dem Hulk-Schriftzug, andererseits hier oben beim Suchscheinwerfer von dem Hubschrauber beziehungsweise generell beim Hintergrund. Was ich bei diesem Motiv allerdings, hoppala, sehr, sehr cool finde, ist, wie Bruce Banner und der Incredible Hulk mehr oder weniger Rücken an Rücken stehen und man fast den Eindruck haben könnte, der Hulk wächst aus Mr. Banner heraus. Das ist echt cool. Auf dem Backcover bist denn du freaking deppert. Dafür ein unglaublich geiles Motiv, bist du deppert, wo der Hulk auf seinen Widersacher einprügelt. Das Ganze nicht nur hier bei den Explosionen, sondern auch bei den beiden Comic-Charakteren mit wirklich absolut genialem Metallic-Effekt vom Steelbook. Das ist wirklich wunderschön. Das ist von Universal wirklich hervorragend gearbeitet. Und das ist eigentlich etwas, das ich für dieses Quer-Steelbook grenzgenial finde. Vor allem, weil es auch ein Motiv ist, das wirklich das Querformat erfordert. Das hätte man ja etwas anders aufgelöst auch noch als Hochkantmotiv bringen können. Aber bei dem Backcover, da zahlt es sich wirklich aus. Ansonsten wäre das natürlich das prädestinierte Innenartwork gewesen. Das allerdings muss natürlich bei diesem Quer-Steelbook von Universal auch anders aussehen. Immerhin haben wir hier im Inneren dann dieses Cover, das eigentlich auf dem Backcover-Papier außen war. Das allerdings nur relativ schwach gedruckt. Dafür allerdings mit ziemlich deutlichem Metallic-Effekt hier eben im Hintergrund bei der Stadt. Hätte mir, wie übrigens von den ganzen anderen Quer-Steelbook-Innen-Artworks, auch besser gefallen, wenn das im Querformat gewesen wäre. Im Gegenteil, das hätte ich vielleicht sogar noch lieber hochkant auf dem Backcover gesehen und das, was auf dem Backcover ist, innen, aber macht nichts. Es sind wunderschön designte Flächen, es ist ein absolut cooles Steelbook, das uns Universal hier serviert hat und eines, das ich echt, echt gerne in meiner Sammlung habe.